guten Morgen. Ich bin jetzt die ganze Woche in Osttirol unterwegs aktuell, habe schon 2 Skitouren hinter mir und heute steht die 3. und anspruchsvollste Skitour an. Ich bin hier gerade in Prägraten am Großvenediger und für mich geht's heute hinauf zur Weißspitze. Es sind einige Höhenmeter, die uns da erwartet. Was war denn eure längste und anspruchsvollste Skitour? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Vielleicht schreibt ihr mir auch, was eure längste Wanderung war. Das ist ja mindestens genauso spannend. Und ansonsten starte ich jetzt direkt und bin gespannt auf die Aussicht, die uns da oben erwarten wird. Alles gut, ne? Na gut, starten wir. Meter gingen jetzt sehr idyllisch über den Winterwanderweg nach oben und jetzt sind wir hier schon auf 1950 Meter an der Bodenalm und von hier aus geht's jetzt rein ins Timmental, weiter hoch zur Eisseehütte und dann wird die Landschaft hochalpin. Am Schluss wartet dann noch eine steile Gipfelflanke auf uns und ich glaube, wir werden durchweg eine super Aussicht haben. Und hinter der Kamera ist ja auch der Felix mit dabei. Servus. Bist du gut gestärkt, Felix? Ja, hab ordentlich gefrühstückt. Ich habe auch erst von der Semmel mehr gegessen. Wir sind jetzt hier schon mittendrin im Nationalpark Hohe Tauern und bisher ging es noch relativ eben hier in dieses Timmeltal hinein. Und ihr seht das ja, die Sonne scheint, der Schnee glitzert. Rechts und links sind Berge, auch vor uns sind Berge. Also wir sind hier wirklich so eingekesselt. Und da, Bergführer Siggi beobachtet schon Gämsen, die hier überall auf den Bergflanken rumspringen. Heute sind wir also nicht alleine unterwegs. Wir haben nämlich überall tierische Freunde da oben. Ein bisschen steiler und wir haben schon die Hascheisen angelegt, weil es auch ein bisschen rutschiger wird. Zwischenziel Eisseehütte, jetzt mischen wir 3521 Meter. Das ist also schon fast Halbzeit. Und hier genießen wir jetzt erstmal ein bisschen die Aussicht, machen ein kurzes Päuschen, füllen die Kraftreserve wieder auf. Wir können euch mal zeigen, wo wir hergekommen sind. Wir sind nämlich da unten durch das ganze Tal ja schon entlang spaziert. Das liegt jetzt auch richtig schön in der Sonne. Und dann hier den Berg aufgestiegen. Siggi, du hast ja immer ein Fernglas mit dabei. Gehört das so zur Standardausrüstung bei dir? Genau, ja, das gehört zur Standardausrüstung, das war Gucker-Fernglas. Mhm. Das habe ich immer dabei, wenn ich auf Skitour oder auf dem Berg bin. Es gibt immer wieder interessante Sachen zu sehen, vom Wildtier, von Gamsen, Steinböcke, Steinadler und Bartgeier, alles Mögliche kann man sehen. Kannst du uns noch andere gute, anspruchsvolle Skitouren hier im Nationalpark sagen, nennen? Ja, da gibt es ja jede Menge, nicht so speziell. Und auf Venedigergruppen haben wir ja unzählige Möglichkeiten an super Skitouren. Vom Großvenediger natürlich das Highlight und die ganze Venedigerkrone, westliche Venedigergruppe, da haben wir jede Menge 3000er, aber auch im Hochwinter haben wir viele Möglichkeiten vom Tal aus, was nicht so weit. Man muss nicht gerade auf die 3000er gehen im Hochwinter. Im Frühjahr sind dann einige Schutzhütten geöffnet und da kann man dann übernachten und dann ist das immer ein bisschen kürzer. Ich habe gesehen, auf Bildern bist du im Sommer mit so einem großen Stab rumgelaufen, so einem Holzstab. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist die Alpenstange, gell? Die habe ich immer mit im Sommer, also außer sich zum Klettern mehr als. Aber sonst so auf die Gletscher tun und auf der normalen Route, dann nehmen wir den Stock mit, der ist fein. Zum Bergabgehen ist ja super, da kann man ein bisschen Gewicht entlasten, und die Gelenke ein bisschen entlasten. Und speziell auch beim steilen Queren ist das ganz gut und vor allem am Gletscher, wo man so Spalten sondieren kann. Beziehungsweise auch, wenn man eine Spaltenbergung macht oder einen Spaltensturz, muss rausholen für die Verankerung. Das ist auch eine ganz gute Hilfe. Nur im Winter ist er zu schwer wahrscheinlich und ja, mit Skistöcken ist es auch zu viel. Im Winter, da müssen wir dann das Saski-Technik anwenden beim Abfahren. Das geht auch, aber natürlich ist es feiner mit der Skistöcke im Winter. Ja. Cool, dann gehen wir jetzt weiter.
Mann, hier geht's über Stock und Stein. Und hier geht's weiter über die Schneerinne bis rauf zum Gletscher. Der Gletscher ist hier diese weiße Fläche, die man jetzt hier sieht. Wenn der Schnee weg ist, ist darunter noch blankes Eis zu finden. Der war aber vormals noch viel, viel größer. Erinnert ihr euch an die Brücke, über die wir ganz am Anfang, als wir in das Tal reingelaufen sind, drüber gegangen sind? Bis darunter hat sich der Gletscher gezogen. Jetzt ist es nur noch hier im oberen Teil. Und bevor es jetzt steiler wird, haben wir hier unsere Ski deponiert und gehen jetzt zu Fuß weiter nach oben. Sensationell. Schön hier oben zu sein. Sehr gut, sehr geil. Super. Sehr gut. Vielen Dank. Man sieht hier so viele bekannte Berge. Es ist, als würde man einmal quer über die Alpen gucken. Hier auf meiner linken Seite kann man Richtung Dolomiten blicken. Und ganz da hinten schauen sogar die Julischen Alpen mit dem Triglav in Slowenien raus. Und dann da hinten beim Gipfelkreuz seht ihr den Großglockner rausblitzen. Da waren wir auch schon oben. Da verlinken wir euch mal das Video. Und wenn wir dann noch weiter hinter mich gehen, da sieht man dann den wilden Kaiser vom Gipfelkreuz aus. Man sieht den Hochkönig, man sieht das steinerne Meer. Dann kommt man hier in die Venediger Gruppe, sieht den Großvenediger. Das ist einfach mega imposant. Ready für die Abfahrt! Und wie läuft's? Geht eigentlich gut hier runterfahren. Macht Spaß. Ja. Schön. Dann weiter. Ja. Gut, wir können weiterfahren. Yay! Angekommen. Schäfchen sind auch noch da. Und jetzt gar nicht mehr so schreckhaft wie heute Morgen, gell? Aber das liegt, glaube ich, dran, dass ich ein bisschen salzig rieche und schmecke. Schau mal, es versucht mich schon anzuknabbern. Es war nämlich eine sehr, sehr anstrengende Tour und ich habe ordentlich geschwitzt. Das sind, wenn ihr von hier unten aus Prägraten startet, fast 2000 Höhenmeter bis zum Gipfel. Und da müsst ihr schon ein bisschen Kondition mitbringen. Im oberen Teil wird es dann nochmal richtig steil auf der Gipfelflanke. Und da sind dann vielleicht auch Steigeisen hilfreich, weil wenn es da wirklich so ein bisschen vereist ist, dann helfen die euch natürlich eindeutig weiter. Am Gipfel selbst war es ein bisschen windig, da haben wir uns gar nicht so lange aufgehalten, aber dort war das Panorama traumhaft. Also es war so bärenstark, wir haben so viele Berge rundherum gesehen, das war einfach, ja, es hat sich allein deswegen gelohnt, da hochzusteigen und natürlich auch für das Gefühl, was geschafft zu haben. Und auch die Abfahrt darunter war am Ende so, so lang, dass ich mir gedacht habe, krass, da sind wir überall hochgelaufen, gell? Aber es war echt sensationell. Wenn es euch auch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Und zu den Schäfchen. Nice, klein. Schaut mal. Schaut, hallo, guck.